kann nur sagen, ich habe im Zuge meines Lebens etwas für mich gelernt, was ich vorher überhaupt nicht verstanden habe, dass eigentlich, früher hat man es eben Tugenden genannt, jetzt nennt man es Werte, so bestimmte Haltungen eigentlich die Freude im Leben erhöhen. Also das heißt, man hat mehr Lebensfreude und man ist mit sich selber im Frieden und mit sich selber im Reinen. Das heißt, wenn etwas da nicht im Lot ist, wenn etwas unwahrhaftig in einem selber ist, dann glaube ich, spürt man das. Also man hat innere Konflikte, man hat etwas, wo man in Unruhe ist, wo man einfach merkt, es stimmt was nicht. Und diese Haltungen sagen dann auch irgendwie aus über mich selber, im Selbstverhältnis, was macht mich aus, wonach strebe ich. Und zwar im doppelten Sinne, sie sind sozusagen ein Maßstab meines Handelns, aber auch meiner eigenen Identität. Die Wahrheit ist, die Übereinstimmung von einer Aussage mit einer Tatsache. Bei der Wahrhaftigkeit geht es um das subjektive Verhältnis zu einem Selbst. Ob man jetzt täuschen will, etwas vormachen will oder ob man ganz ehrlich, also es wäre ein Alternativwort dafür, auch ehrlich, seine Meinung kundtut. Also ein Beispiel, bei der Diskursethik nimmt Habermas an, dass die Wahrhaftigkeit eine Voraussetzung ist, dass wir miteinander einfach konstruktiv Themen angehen können. Und was heißt das? Das heißt, dass man nicht täuscht und vorspielt und sich anders stellt, als man ist, sondern Interesse auch an der Wahrheit hat. Ja, dass man sozusagen die Wahrheit auch als einen Wert erkennt. Weil die Wahrheit selber ist ja mehr oder weniger in Verruf geraten, weil man sozusagen von Nietzsche herkommend, aber auch schon von Machiavelli herkommend, ist sozusagen, wenn es um Macht geht, dann ist eigentlich eher Täuschung angesagt als Wahrheit. Und Tugend ist etwas, was einem unter Umständen schadet, weil man hat dann das Nachsehen, man selber ist tugendhaft, ja? Man selber sagt die Wahrheit, ja? Und dann zahlt man drauf. Also Wahrhaftigkeit hat für mich auch mit Stimmigkeit zu tun. Mhm. Ja? Und es gibt so etwas, es ist nicht nur die Stimme des Gewissens, es ist auch diese, es sind auch die anderen Regungen. Also ich finde es so schön, es gibt im christlichen Kontext ja diese Unterscheidung der Geister. Das ist so ein Kriterium für Entscheidungen, ja, oder für Wege, ob die stimmen oder nicht. Und da geht es eben nicht nur darum, rational das Gewissen zu befragen, also sozusagen die Werte da jetzt auflisten und jetzt hacke ich ab, rein logisch, sondern auch, wie es mir geht, darauf zu hören, wie es mir geht, wie es sich anfühlt, ja? wie die Emotion ist, die Regungen. Wenn wir wirklich wollen und uns zusammensetzen, dann können wir ein Stück weit uns aufeinander einlassen und etwas ermöglichen, einen Ermöglichungsraum, in dem dann auch Begegnung stattfindet und in dem dann auch eben Beziehung ist. Und das verhilft dann auch den anderen ein Stück weit in seinem Anderssein zuzulassen. Also nicht alles nur aus der kulturellen Gegebenheit, in die man hineingeboren ist oder aus der Weltanschauung, in der man sich bewegt, sozusagen, und dort zu schwimmen, ja, sondern einfach auch mal in andere Gewässer zu kommen.